Wir opfern einen Dracos für euch, für den guten Content. Believed jetzt einmal. Prayers in den Chat, Leute. Einmal nochmal believen. Der letzte Upgrade heute. Bitte believed einmal alle, Leute. Prayers, Daumen drücken, wie auch immer. Bitte jetzt kurz in euch gehen. 600 Credits, schau. Ja, aber was rauskommt, ist dreimal so viel wert. Alles gut. Das investieren wir in die Zukunft, in gute Items, in Content. Komm. Jetzt. Gönn. Ja! So, herzlich willkommen, Freunde, zu unserem großen Trade-Up, beziehungsweise Trade-In, wie Rocket League es nennt. Schön, dass ihr da seid. Wir werden jetzt hier einiges, wie ihr seht, richtig, richtig viele Upgrades machen können. Die Wette ist, schaffen wir den TV Octane? Ja, wir sind hier mit dem Livestream und die Wetten sind ausgeglichen. Wir machen mal ein paar Imports. Wir können 30 Imports theoretisch machen. Wir werden aber, wie gesagt, nicht alle Items verbrennen. Es gibt auch ein paar, die tatsächlich dann auch ein bisschen was wert sind. Ja, so, also, was haben wir hier? Dominus GT? Na, nicht das, wonach wir suchen, aber ein paar gute Buddies, am besten in Painted. Hat noch niemand verschmäht, right? Genie Import Wheels. Hm. Was haben wir hier? Die haben wir hier noch alle. Die ganzen Dinger braucht kein Mensch. Except weiter. Komm. Gönn. Lass uns nicht hängen hier. Cristiano, normal sind die nichts wert, ne? Sind ja nicht painted. Wie gesagt, der Chat muss uns hier helfen. Ihr müsst mir ein bisschen Feedback geben. Ich weiß natürlich nicht den Wert eines jeden Items. Proton. Snake Skin ist der Bruch, ja. Ah, die sind non-crate. Die gönnen wir uns. Friction und Lightning. Und komm. Lass mich nicht im Stich hier. Wo ist der TV Octane? Oh, wir haben noch einiges. Wir haben noch einiges. Protoys zweimal. Ich glaube, das ist der Call. Die Buddies, die sind es hier. Der Masamune gerade gezogen. Jetzt wieder weg. Wo sind sie? Wir hatten doch so viele Grocks. Hier sind sie. Und die beiden rein. Komm. Da ist der Octane. Ja, noch nicht ganz. Aber er droppt auch nicht wirklich Painted, ne? Also wir kriegen hier viel unpainted. Ah, das nehmen wir mit. Das sieht auch gut aus. Frostbite ist nichts wert, ne? Noch versteckt er sich, der TV Octane. Diestro. Ah, ist auch wieder unpainted. Das gibt's aber auch nicht hier. Ist okay. Oh ja, hier die schwarze Stern, die sind, glaube ich, was wert, oder? Sogar zweimal. Vielleicht kann uns der Chatter einmal helfen. Fractal Fire. Ich glaube, die sparen wir uns erstmal, die Stern. Die packen wir rein. Die Yuzu Wheels, die können wir mit reinnehmen. Und die Yamane Wheels. Ach, immerhin Octane, aber nicht das, was wir suchen. So, wir machen nochmal weiter hier. Ja, 500 bis 600 Credits sind die wert. Die Chance ist schon gering, dass wir da dann wirklich Gewinn draus ziehen. Dann machen wir hier nochmal eine Reihe. Komet Boost ist auch nicht verkehrt. Man darf nicht vergessen, es gibt natürlich viele, viele gute Items. Es muss jetzt natürlich nicht zwangsläufig der TV Octane sein, aber das ist halt so ein bisschen, na, der Ehrgeiz, der sich so entwickelt. Na, immerhin mal painted. Ja, den man so mitbringt. TV Octane ist immer so das Ziel eines jeden Unboxings, glaube ich. Komm. Animus GP, er wirft die Buddies. Komm, einmal hier irgendwie einen Octane. Muss ja kein weißer sein, so zum Start. Reicht ja auch erstmal eine andere Farbe. Reicht ja auch erstmal eine andere Farbe. Weiter, komm. Crackle. Um das Ganze nicht allzu eintönig zu machen, gehen wir mal zu Exotic. Und schmeißen mal rein, was wir hier gerade nicht mehr so brauchen, was uns da vorhin hier in den Rachen geschmissen wurde. Vielleicht haben wir Glück. Looper. Okay. Da haben wir viermal Apparatus. Und nochmal ein Asik. Hypnotic. Habe ich früher, glaube ich, sogar gerne gespielt, Hypnotic. Eigentlich echt coole Wheels. Aber ich glaube, die sind nichts wert. So, ach, die sind auch gar nicht. Ah, die guten Breakouts hier. In Painted. Ich glaube, es gibt Leute, die sind mir böse, wenn ich die uptrade. Was haben wir denn noch sonst hier? Guck mal, hier die ganzen Dominos.
die ganzen Domino's Buddies. Da können wir direkt einmal alles reinschmeißen. Sind die nichts wert, die Painted Breakouts? Dann können wir die verfeuern hier. Oh, der gute Fennec, der ist ja noch im Giveaway drin, den sollten wir nicht machen. Die guten Flamethrowers, ah. Oh. Ich glaube, die Flamethrowers sollten wir nicht machen, oder? Ich glaube, die sollten wir uns lieber aufsparen. Was haben wir hier noch? Jäger braucht kein Mensch. Imperator. Was haben wir hier noch? Keine Series bitte. Hero, alright. Okay, also laut Unfall sind die alle nicht so viel wert. Das heißt, wir können die ruhig verfeuern. Fini fünfmal rein. Glücklich sein. Komm. Voltaik, wir kriegen hier nur Wheels. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt großartig viele andere Sachen außer Wheels? Die ganzen Merc-Buddies, ja auch viel zu schade. Zweimal TW Merc. Leute, wer will den haben? Ich habe so viele Items, die auch, glaube ich, gar nicht mal so uncool sind. Ich weiß gar nicht, dass ich die habe. Ich habe echt viel zu viel Stuff. Wir müssen mal irgendwie eine große Auktion machen hier für einen guten Zweck oder so. Wir versteigern einfach mal alle Items. Und die Gewinne werden dann irgendwie gespendet. Für die gute Sache. Das wäre doch auch mal ein Event, oder? Ich glaube, wenn man mal überlegt, was da alles teilweise dabei ist, da kann man schon ein bisschen was sammeln, oder? Also, das ist ja schon nicht schlecht. So, zick, zack, schabernack, weiter geht's. Was haben wir hier noch? Mantis, rein damit. Verfeuert. Gönn, 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 Gernot. Bei den Exotics bin ich gleich auf eure Hilfe angewiesen, Leute. Wenn wir die gleich uptraden into Black Markets, was natürlich auch echt richtig nice werden kann. Da brauche ich hier vertrauenswürdige Personen im Chat, die mir sagen, was wert ist, damit ich hier keinen Fehler begehe. So, weiter geht's. Wir haben so viel Stuff, Leute, das ist der Wahnsinn. Irgendwas Gutes muss doch heute droppen hier. Irgendwas Gutes muss doch heute droppen. Wir brauchen die Konfidenz, Leute. Wir müssen hier confident rangehen. Da sind wieder die Snake Skins. Snake Skins everywhere. Was haben wir hier? Samurai. Rein damit. Nee, den nicht. Wir machen erstmal die Non-Crates. Ich weiß gar nicht, ist Non-Crate überhaupt noch so relevant? Ja gut, man könnte bei Exotic natürlich die Digi bekommen. Die sind auch Non-Crate, ne? Das wäre natürlich jetzt der Wahnsinn. Das wäre der Wahnsinn. Das wäre ja nochmal geiler als der TV Octane. Da müssen wir eigentlich echt hopen. Hypnotic wieder. Na komm, wir probieren mal zwei Black Markets hier. Wir haben nicht viel, können gar nicht so viel Black Market machen. Wir müssen aufpassen. Hier, die schwarzen Tunika. Die können weg. Brauchen wir nicht mehr. Hypnotic kann rein. Ein Spaß. War ein Scherz. So, okay, komm. Die können alle rein, oder? Die brauchen wir nicht. Sub-Zero! Wird equipped. Ich feier Sub-Zero. Finde ich, ist eine geile Explosion. Die ist aber nichts wert. Ne? Voltaik kann weg. Zephram kann weg. Turbine kann weg. Looper kann weg. K2 kann weg. Romeo, du sagst, TV Zombas waren auch mal ein Hit. Solar Flare, aber auch nicht painted. Er ist hier noch so ein bisschen geizig heute, ne? Der gönnt nicht so richtig. Equalizer beide rein. Haben wir noch Non-Crates? Sieht schlecht aus. Da müssen wir jetzt mischen. Die Tunika, die bleiben schön hier. Ah. Die Crimson Draco, sind die was wert? Die sind ein bisschen was wert, ne? Die werden wir uns aufsparen. Da machen wir erstmal das weg, das weg. Das weg, das weg und das weg. So, das können wir machen. Intrudium. Sehr nice Stiekel. Und jetzt ziehen wir uns erstmal wieder zurück hier. So, jetzt wird es nochmal spannend. Anodized Pearl. Cristiano. Da sind auch ein bisschen was wert, oder? Wahrscheinlich würden einige das jetzt so erstmal nicht machen. Was meint ihr, Leute? Geht das fit? Kann ich die Dinger verballern? Ja, oder? Das tut jetzt nicht weh, ne? Hatte kurz Herzinfarkt bei dem Black Tunica. Ja, 150 Credits, das ist alles Kinderkacke. Ja? Nichts gegen den Breakout Snake Skin. Juhu! Trader hassen diesen Trick. So, weiter. Ah, ist es auch so, dass wenn ich painted, dass auch die Chance, dass ich
Painted bekomme höher ist? Also wenn ich jetzt nur Painted Sachen hier reinballere, dass ich dann auch eine höhere Chance habe, auch wieder was Painted rauszukriegen? Oder ist das Gerüchteküche? Wir haben ja hier noch ein bisschen was. Die Vortex waren nichts wert, ne? Habt ihr gesagt in TV. Die Vortex waren nichts wert, ne? Die Reaper in grün? Sind die was wert? Geschichten aus dem Paulanergarten, okay. Ich will es einmal wagen. Brauche noch einen Non-Crate Painted. Und dann will ich es selber wissen. Wenn ich dann Unpainted kriege, dann wissen wir es. Wenn ich dann Painted kriege, dann wissen wir nichts. Ja, die Reaper sind nicht so viel wert, okay. Na gut, dann machen wir jetzt das hier noch rein. Ich finde gerade nichts Passendes. Hero nicht painted bei 4 von 5. Okay, ja, dann ist das wirklich Paulanergarten. Hm. Sonst wäre es ja wirklich rigged. Saptarisch kenne ich nicht. Lightning rein. Rein, rein und rein. Oh, lass mich nicht hängen hier. Lass mich nicht im Stich. Uns gehen. Ja, noch nicht ganz, aber es geht in Richtung bald keine Non-Crates mehr. Neothermal. Pearlescent, 5er Bombe. Mitgenommen. Lich. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Ist ja gut. Kann der was? Scarab weg. Polygonal. Die können auch noch weg. Und Proton. Aber auch wieder nicht painted. Er lässt nicht locker. Ah, hier unten ist noch einiges. Da ist noch einiges. Komm. Stella. Zippy. Yamane. Xenoplash. Und Vulcan. Komm. Sentinel. Mit TV Octane wird es langsam dünn, die Luft, Freunde. Aber overall haben wir noch generell auch gute Chancen, gute Sachen zu kriegen. Die Frage ist, ob da noch der TV Octane dabei ist. Das könnte unser... Wobei, wir müssen nochmal runter. Hier ist noch was. So. Ach, Breakout Snakes King, das ist Snakes King. Das, davon träume ich heute Nacht, Alter. Das ist aber auch der Killer. Das macht ja keinen Spaß. So, die... Nee, Moment, die wollten wir nicht. Taco. Davon haben wir drei. Einen noch. Dronicheon. Ja, Blueprints werden wir uns, glaube ich, fürs nächste Mal aufbewahren, weil sonst springt das hier heute ein bisschen in den Rahmen. Wir können ja nochmal ein Follow-up-Video machen, wenn das gut ankommt. Dann können wir uns nochmal die Blueprints vornehmen, weil klar, da kann natürlich auch einiges dabei sein. Die Blueprints sind nicht zu unterschätzen. Aber das ist dann nochmal viel mehr. Wieder Glitch. Okay, wir wechseln mal rüber zu den Exotics. Da haben wir ja auch noch die Möglichkeit. Apparatus, ASIC. Die Breakouts haben wir gesagt, die sind nichts wert, ne? Komm, okay, dann machen wir jetzt mal hier Investments. Investment Gamer. Machen wir mal hier so eine Serie von Crate Items. Chrono. Pink. Na, immerhin, mal painted. Na, immerhin. Vielleicht ist das der Opener, den wir brauchen. Komet. Dark Matter. Roulette. Aber auch wieder nicht so wie gewünscht. Wie gesagt, die Flamethrower, da lassen wir mal die Finger von. Hier ist der Glitch. Der wird reinvestiert. Hero. Was haben wir hier noch? Ion TV, ist das was wert? Crackle haben wir vorhin gezogen. Libertine. So, weiter geht's. Zephram. So, was haben wir hier noch? Neothermal. Braucht kein Mensch. Nimbus. Dreimal den Ninja Star. Auf geht's. Sehr sogar. 800 bis 1000. Okay, cool. TW-Ion. Gut zu wissen.
So, was haben wir hier noch? Das kann weg. Die Snake Skins. Vielleicht bringen sie ja doch nochmal Glück, die Snake Skins. Komm, wir machen den Snake Skin Upgrade, wenn wir es schaffen. Dreimal Snake Skin. Haben wir noch was anderes Snake Skins? Für ein anderes Auto. Hm? Ah, nee, das ist Serious. Ein Snake Skin noch. Ein Snake Skin noch. Haben wir noch irgendwo Snake Skins? Was ist hier? Jawohl. Der Snake Skin Upgrade, Freunde. Komm, das muss es werden. Clockwork, aber nicht painted. Scheiß drauf. Schade. Schade, schade, schade. Weiter geht's. Nochmal eine dunkle Materie. Hier oben wird die Luft wieder dünn. Das ist noch Non-Crate. K2. Lightning painted, was wert? Wahrscheinlich nicht so viel, oder? In grün und orange, schätze ich mal, können wir uptraden, oder? Was meint ihr, Leute? Die Mercs belassen wir mal. Octane werden wir auch nicht uptraden. Das können wir raushauen. Komm, ich baller einfach weg die Dinger, scheiß drauf. Roast me. Roast me, wenn's was wert war. Crimson Paladin. Wir wollen die Drops. Gönn, gönn, gönn. Plasma NTV habe ich auch. Was ist der wert? Plasma. Ist das was wert? Proton so oft gezogen hier vorhin. Lightning nix wert. Sehr gut. So, Proton ballern. Was haben wir hier noch? Ein Samurai. Roadhawk. Wahrscheinlich auch ein Scheißwert. Wieder Roulette. Standardboosts, immer gut, werde ich behalten. Sparkles braucht man nicht, oder? Wahrscheinlich nicht so viel wert. Wir machen hier gerade nach wie vor erstmal die Non-Crates. Buckismod Plate Dragon, das wäre smart gewesen, ja. Klingt nach was wir fürs nächste Mal runterladen können. Komm, die ballern mal weg. Haters gonna hate, jetzt muss man hier aufgeräumt werden. Reactor, oh, den habe ich auch noch nie gesehen. Der sieht ja richtig gut aus. Krass. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay, wir haben echt noch einiges, aber das meiste ist Crate. Wir können mal wieder Richtung Black Market gehen. Da haben wir noch ein, zwei Möglichkeiten jetzt wieder. Ist da eigentlich überhaupt... Sind die Reaktor was wert? Sind die nice? Kann man da was mitmachen? Weil ich habe die so noch nie gesehen. So, die können wir erstmal rausballern, die interessieren keinen, ne? Nö, sind nicht nice. Solar Flare, wieder nicht painted. Reaktor weg, die weg und dann die auch noch raus. Dann los. Dann los. Mainframe, jetzt einmal paint, Clark, Mann. Oh, schade. Immerhin mal Mainframe, aber warum nicht painted? Warum denn nicht painted? Das wäre doch mal was gewesen jetzt. Schade. Good one, aber good one. Wir haben noch viel für die Turniere, wir haben noch viel für die Blueprints. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Wir gucken mal, was wir hier noch rauskriegen. Wir haben noch viel Stuff. Das ist dann jetzt halt alles Great Stuff. Aber das ist auch okay. Man kann natürlich auch gute Items kriegen, die aus Crates kommen. So ist es ja nicht. Das heißt, wir hauen jetzt nochmal ein bisschen was raus hier. Die letzten Reserven verfeuern. Das brauchen wir nämlich alles nicht. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht gleich die OEM oder so rausballern. Black Nipper, sind die was wert? Frage in die Runde. Die beiden Sparkles waren jeweils 1500 wert. Wow. Dann, Rip on me. Werwolf in TV vielleicht was wert? Nein. Schade. Aua, tut ein bisschen weh. Dann haben wir wohl einen Fehler gemacht, gerade mit den Sparkles. Macht nix. Gut investiert hier. Ja, Crimson Twinser. Jetzt kommen die Painteds, oder was? Oh Mann, ey. Octane gewesen, ja. Nah dran. SLK, SLK. Die Reaper waren nichts wert, wurde gesagt. Oder nicht viel. Die Nipper sind auch nichts wert, ne? Jäger, da ist er wieder. Gerade auch schon verfeuert. Nee, aber mehr kriegen wir nicht zusammen hier. Dann lassen wir die bleiben. Gut, okay. Haben wir hier noch was? Ach nee, die waren eh, hier war nicht mehr viel zu machen, ne? Die wollte ich behalten, die heiligen Scheine.
Hier sind wir durch. Dann haben wir jetzt noch... Achso, warte. Wir können, glaube ich, noch einen Import machen. Ach nee, haben wir aber nicht. Die guten Sachen sind weg. Dann können wir jetzt noch einen Exotic machen oder zwei oder drei. Nee, jetzt Octane kann es nicht mehr werden. Vielleicht noch eine Blueprint, aber das haben wir für einen anderen Tag vorgesehen. Raijin in Kobalt. Also bei den Crate-Items ist er auf jeden Fall großzügiger. Da gibt es auch mal ein Paint. Centro Skyblue. Sieht gut aus. Aber wie gesagt, bei den Non-Crates, da wird hier gegeizt. Creeper. Fennec brauchen wir noch. Giveaway läuft. So, weiter geht's. Zomba in Forest Green, okay. Was haben die für einen Wert? Kann man da was mit anfangen, Freunde? So, was haben wir hier noch? Jäger brauchen wir alles nicht. Kyrios. Es macht schon Spaß, also... Wäre natürlich schön, wenn da mal ein bisschen gönnen würde hier. So, das habe ich gelernt, machen wir jetzt nicht, ne? Die behalten wir. Das mit den Sparkles ärgert mich natürlich. Wusste ich nicht, dass die so viel wert sind. Ah, Straxi-Schem auch der Einzige, der es weiß. Die anderen haben nichts gesagt. Mann, die sind TV juckt keinen, ne? Machen wir weg. Balakara. Junge, ich lerne hier Items kennen. Ich spiele das Spiel seit 6000 Stunden. Und sehe hier einfach Items, die ich noch nie vorher gesehen habe. Neothermal könnte was wert sein, oder? Lass ich mal lieber vorsichtig liegen hier. Da haben wir noch ein paar Nimbusse. Ich denke nicht, dass wir die brauchen. Den ZSR will auch kein Mensch, oder? Na, wobei. Das ist auch Non-Crate. Das ist auch nicht Non-Crate, ne? Nee. Infiniums. Plasma viel wert wohl auch, wurde gesagt. Wir haben noch die Chance auf schwarze Digis. Wir haben noch ein paar Non-Crates hier. Sparkles TW habe ich noch. Ich habe noch TW Sparkles. Was sind die denn wert? Die habe ich nicht geupgradet. Let's go. Gott sei Dank. Was sind die denn wert? Kriegt man da ein bisschen was für? Ach, guck mal. Wir haben echt noch ein paar Non-Crates hier unten. Das ist gut. Sehr gut. 2500. Baby. Hier liegen die Schätze noch hier unten. Wusste ich selber nicht, was ich noch für Items hier habe, Leute. Wusste ich selber nicht. 3500 wert? Junge. Da kann ich ja hier richtig was von kaufen. Ey, Hammer. Thermal-TW, ist das was wert? Alleine für eine gute Aufräumaktion hat sich das ja mega gelohnt hier. Alleine für eine gute Aufräumaktion. Einfach mal auch mal herausfinden, was man noch so hat für Schätze hier. Wahnsinn. Gibt's ja gar nicht, ey. Ah, wie gesagt, die guten Flamethrower, die sind, glaube ich, nicht gut. Die sollte ich nicht uptraden. Wie war das mit Neothermal? Das war nichts wert, ne? Das können wir verballern. So, den können wir rausschallern hier. Wir ballern da raus. Alles muss raus. Toonsketch, Triplex. Tsunami-Beam habe ich zweimal in weiß. Ist das was wert? Tsunami-Beam in weiß? Normal wahrscheinlich nicht so viel wert, ne? Der wäre auf dem TW aber gelernt, war auch nicht viel wert, ne? Externe. Das wäre dann wahrscheinlich auch nichts wert. So, Zomba, unpainted, ne? Na. Da, dann ballern wir die raus, wenn das eh ist, ist eh nichts wert, ne? Komm, in der Hoffnung. So, warte mal, haben wir noch einen Non-Crate? Das haben wir noch, das haben wir noch. Wird eng, ne? Zweimal TV Merc noch.
orangene Ion ist nichts wert. Okay, dann komm. O-Ton, nix. So, ich glaube, den Rest behalten wir erstmal, bringt nichts. Dann gehen wir nochmal in die Exotics. Ach nee, da waren wir ja gerade. Nee, die waren wir nicht. Alright, letzte Chance, gutes Black Market, komm. Einmal nochmal Glück. Einmal nochmal Glück, Baby. Da haben wir jetzt aber einiges drin. Was sind die Sommer wert? In Painted. Was sind die Sommer wert? Wir machen eher... Ach nee. Nix wert. Okay, hätte ja sein können, dass die in grün Stormwatch. Nix. Gut, dann haben wir die raus. Dann haben wir die raus, dann haben wir die raus, dann haben wir die raus. Nein, mein Scherz. Die haben wir raus, die haben wir raus. Ich habe aber selber Angst, dass ich die aus Versehen wegmache, ne? Ich habe selber Angst. Okay. Tunika wächst. Upp, Junge, ich würde einfach beenden jetzt hier. Ich würde einfach schlafen gehen. Ich würde es hier an der Stelle beenden dann. Ja. Und sagen, gut, das war's. Ach nee, die waren was wert, die Dracos, ne? Da haben wir gesagt, die sollten wir lieber behalten. Aber die können alle weg, ne? Pink Chrono. Wenn das was wert ist, dann Fireworks. Wieder. Komm doch mal wenigstens mal ein Painted. Clockwork. Discotheque. Sub-Zero, juhu! Nice! Richtig gut. Na, Sub-Zero zweimal. Alright. Ja. Haben wir hier noch was? Wir kommen nicht zusammen, ne? Das war's. Ich würde eigentlich ungern. Oder sollen wir einmal Dracos opfern, Leute, für den Content? Wir opfern einmal die Dracos, opfern wir, Leute. Believed jetzt einmal. Prayers in den Chat, Leute. Einmal nochmal believen. Der letzte Upgrade heute. Bitte believed einmal alle, Leute. Prayers, Daumen drücken, wie auch immer. Bitte jetzt kurz in euch gehen. 600 Credits, ciao. Ja, aber was rauskommt, ist dreimal so viel wert. Alles gut. Das investieren wir in die Zukunft, in gute Items, in Content. Komm. Jetzt. Gönn. So, einmal belieben. Hättet ihr mal ein bisschen eher angefangen zu belieben, Leute? Wie wäre das denn gewesen? Wie wäre es denn mal gewesen, wenn wir beim ersten Item schon beliebt hätten? Immerhin geiles Item. Vielleicht nicht so viel mehr wert. Aber es ist cool. Es ist nice. Und die equippen wir jetzt. Let's go. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Waren ein paar gute Items dabei. Und wir haben herausgefunden, dass ich auch echt viele Items habe, die sogar actually viel wert sind. Die nächsten Giveaways kommen also bald. Schaut vorbei. Danke fürs Zuschauen auch auf YouTube. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Lasst gerne ein Like da. Kommentiert mal, was euer bester Upgrade war. Würde mich interessieren. Und ja, dann danke fürs Zusehen, fürs Mitfiebern. Bis dahin. Ade.